Radio Wissen. Das hier ist die Redaktionskonferenz. Heute zum Thema viel zu geschwind. Wir beschäftigen uns mit den sogenannten historischen Tempi in der Musik und mit dem, was es so mit dem Rest unseres Lebens veranstalten könnte, machen könnte. Denn die Musik erhält dadurch natürlich einen ganz anderen Charakter an. Ja, das haben wir gerade auch schon, ne? So. Ja, völlig anders. Also andere Inhalte. Ne, andere Empfindungen, also ich habe Dinge entdeckt auch, als ich die ersten Male diese Musik nur hörte, bevor ich dann selber gespielt habe, habe ich Dinge entdeckt innerhalb von Stücken, die ich vorher niemals entdecken hätte können. Die waren einfach nicht da, schlicht und einfach. Mhm. Also wirklich mehr auch, also andere und auch mehr, viel, viel mehr, größere Welten. Ne? Mhm. Also durch das andere Tempo. Und ich will nicht immer sagen Langsamkeit. Also, weil das ist ja letztendlich nicht immer alles langsam, ne? Also auch die schnellen Parts sind ja dann auch schnell. Aber es ist dann eben nicht mehr rasend. Es ist dann irgendwie noch nachvollziehbar für den menschlichen, Geist. Organismus. Für den Organismus, genau, für den Organismus, ja. Es bekommt einfach auch einen anderen Zungenschlag, finde ich. Mhm. Thomas, ich möchte dich gerne nochmal fragen. Ja. Du bist ja ein erklärter, nicht aktiver Musiker. Den Stempel habe ich jetzt drauf, ja. Den hast du sowas von drauf. Hörst du denn klassische Musik ab und zu Hause auch? Ganz, oder? Ganz selten. Wie wirken die Stücke, die wir jetzt bisher gehört haben, in dieser knappen Stunde auf dich? Sehr angenehm, entspannt. Eigentlich genau das Richtige für ein Buch oder sowas. Mhm. So. Ich bin keiner, der so bewusst Musik hört, sondern das ist immer ein Nebenbei-Medium für mich. Das findet ihr wahrscheinlich ganz schrecklich, wenn ich... Das ist eine andere Generation. Ne? Vielleicht. Auch nochmal eine andere Generation. Das muss man leider sagen dann wieder. Das, das ist wirklich, also denke ich, bei den jüngeren Leuten, dieses viel Mediale. Lesen, gleichzeitig hören, gleichzeitig dies. Das ist heute natürlich viel üblicher. Ja. Vielleicht sorgt ja auch Franz Schubert dafür, dass der Pulsschlag beim Nebenbei-Hören ein bisschen runtergeht. Wir hören jetzt das Impromptu Opus 90, Nummer 3 in Gestur.